Hi und herzlich willkommen bei kugelbahn.de. In diesem Video beschäftigen wir uns nochmal mit der Kugelbahn Gravity Tracks von Ravensburger und schauen uns die Erweiterung Hammer an. Und ob die wirklich ein Hammer ist, das sehen wir jetzt. Ja, natürlich wird das Ding jetzt erstmal ausgepackt. Die Folie habe ich schon vorher mal entfernt. Das ist halt nur ein kleiner Karton mit ein bisschen Zubehör. Und hier sieht man schon, sind relativ viele Tütchen wieder drin. Und hier ist schon mal ein Bauteil. Hier sind noch ein paar Schienen, damit man die Bahn auch noch erweitern kann. Das ist schön. Und hier ist eine Kugel, die scheinbar etwas größer ist als die normalen Kugeln. Eine Halterung, was wahrscheinlich der Hammer da sein wird. Und eine kleine vierseitige Bedienungsanleitung. Der Hammer für die Gravity Tracks Kugelbahn ist dank der Anleitung schnell aufgebaut. Hauptaufgabe der Erweiterung ist die Beschleunigung der Kugeln, die aber zum Auslösen des Hammers auch wiederum nicht zu langsam sein dürfen. Die Kraft des Hammers ist ausreichend, die Kugeln auch einen Höhensteinberg aufzuschießen. Bei größeren Höhenunterschieden wird es schon schwieriger. Wie immer ist aber auch hier der Experimentiersinn gefragt. Die Erweiterung Hammerschlag lohnt sich auch wegen der zusätzlichen Schienen, die mit dabei sind. Mit dem Hammerschlag lässt sich so manche müde Kugel nochmal auf Trab bringen.